Der Sommer kommt immer, immer näher und vielleicht hast du dir das Ziel gesetzt, dieses Jahr endlich effektiv abzunehmen und vor allem dein hartnäckiges Bauchfett loszuwerden. Wenn ja, dann bist du hier genau richtig, denn heute geht es rund um das Thema Bauchfett und wie du das genau loswerden kannst. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Hi und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit. Und ich arbeite als Ernährungsberaterin und helfe Menschen dabei, vor allem vielbeschäftigten Menschen dabei, nachhaltig und gesund abzunehmen. Viele denken, um am Bauch, in der Bauchregion abzunehmen, dafür benötigt es irgendwelche spezielle Bauchübungen oder es benötigt sehr, sehr viel Ausdauertraining oder ich muss eine sehr krasse Diät vielleicht machen. Ich muss über ein paar Wochen, über ein paar Monaten besonders wenig essen, besonders wenige Kalorien aufnehmen. Aber hier kommen wir meistens in so einen negativen Verlauf, der dann letztendlich nur kurzfristig Erfolge bringt und niemals nachhaltig. Und oft ist es dann so, dass man vielleicht gar nicht an der gewünschten Region, also sprich am Bauch abnimmt, sondern vielleicht ein bisschen an den Schenkeln, vielleicht ein bisschen an den Armen, vielleicht sieht man das gar nicht so arg oder nur auf der Waage, tun sich vielleicht ein paar Kilos, aber letztendlich schaffen es nicht, nachhaltig und gesund und vor allem langfristig abzunehmen, was ja das Ziel ist. Man muss leider verstehen, auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben möchte, dass man es nur bedingt bzw. kaum gar nicht beeinflussen kann, dass der Körper zuerst an der Bauchregion abnimmt. Aber ich möchte dich beruhigen und zwar sollte man deshalb auch anstreben, etwas zu machen, eine Ernährung zu machen, die man wirklich oder einen Lebensstil zu führen, den man langfristig umsetzen kann. Wenn du schon mal eine Diät gemacht hast, dann bin ich mir ziemlich sicher, dann war das vielleicht, gab es einen Startpunkt und ob es geplant war oder nicht, es gibt einen Endpunkt. Keiner zieht über Jahre eine Diät durch. Das macht keinen Spaß, das macht keinen Sinn. Aber wenn man eine Ernährungsform, einen Lebensstil gefunden hat, der wirklich in den Alltag passt, der zu der aktuellen Situation passt, womit man sich fit und gesund fühlt, vital fühlt, dann macht man das natürlich langfristig weiter. Und wenn man etwas gefunden hat, was man nachhaltig macht, dann bringt es auch nachhaltige Erfolge. Das heißt, ja, vielleicht nimmt man anfangs an den Oberschenkeln ab, anfangs an der Armmuskulatur ab, aber irgendwann mal, weil man macht ja die Ernährung, den Lebensstil so weiter, weil man sich damit gut fühlt und weil er auch in den Alltag komplett integrierbar ist, dann wird der Körper natürlich irgendwann mal mit der Zeit auch an die Bauchregion abnehmen, weil wenn nirgendwo Fettreserven mehr vorhanden sind, dann muss der Körper natürlich auch irgendwann mal ans Fettgewebe rangehen. Und der Körper ist natürlich nicht schwarz-weiß und nimmt jetzt an einem Tag oder wochenweise nur an den Beinen ab und wenn an dem Bein gar kein Fett mehr dran ist, dann gelangt er erst an das Bauchfett, sondern ist natürlich auch, sag ich mal, in so einer Art Zusammenspiel. Das heißt, wenn du nachhaltig abnehmen möchtest, wenn du nachhaltig deine Gesundheit steigern möchtest und dein hartnäckiges Bauchfett vor allem loshaben möchtest, dann führt quasi, sag ich mal, kein Weg drum rum, das Thema Ernährung anzugehen. Du hast schon sicher mal den Spruch gehört, die Ernährung macht den größten Teil beim Abnehmen aus und das stimmt auch zu Recht. Klar, Sport ist wichtig, Stressmanagement ist wichtig, Schlaf ist wichtig, es gibt viele Punkte, die wichtig sind. Aber das Grundgerüst, der Grundstein ist definitiv die Ernährung. Deswegen möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, mit denen du es schaffen kannst, dein hartnäckiges Bauchfett dauerhaft loszuwerden. Der erste Tipp ist, reflektiere mal deine aktuelle Ernährung. Viele stürzen sich direkt in irgendeine Diät, in irgendeine Ernährungsform und beschäftigen sich überhaupt gar nicht, wie sie sich denn aktuell ernähren. Aber das ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor, weil wir Menschen verändern unsere Gewohnheiten und auch unsere Essensgewohnheiten nicht von heute auf morgen. Deswegen macht es definitiv mal Sinn, sein eigenes Essverhalten zu reflektieren. Wie oft esse ich am Tag? Was esse ich am Tag? Esse ich jeden Tag das gleiche Frühstück? Was ist mir hierbei besonders wichtig? Ist bei mir Geschmack an oberster Stelle oder ist das Thema Hauptsache, dass es sehr schnell zubereitet ist, ein Thema? Und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte und da kann es auch definitiv mal Sinn machen, ein kleines Ernährungstagebuch zu führen. Und das mache ich zum Beispiel auch mit meinen Kunden. Der zweite Tipp: Warum möchtest du dein Bauchfett überhaupt loswerden? Und der Tipp hört sich jetzt vielleicht für dich sehr banal an und komisch an, aber für viele liegt das Thema Wunschgewicht so weit weg. Für viele ist das gar nicht greifbar, weil man vielleicht über
viele, viele Jahre an Übergewicht leidet, ein Bauch hat, ein Bauchfett hat, wo man sich nicht wohlfühlt und man kennt sich aber gar nicht mehr anders. Vielleicht hat man sich noch nie anders gekannt, weil man vielleicht schon in der Kindheit von Übergewicht betroffen war oder es liegt einfach schon so viele Jahre zurück. Deswegen kann es definitiv mal Sinn machen, zu reflektieren, warum möchte ich abnehmen? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich mein Wunschgewicht erreicht habe, wenn ich mich vielleicht gesünder fühle, fitter fühle, vitaler fühle? Was ist mein Ziel? Wo möchte ich genau hin? Der dritte Tipp ist Krafttraining statt Ausdauertraining. Ich möchte Ausdauertraining auf gar keinen Fall schlecht reden, weil Ausdauertraining sehr, sehr wichtig ist für unser Herz-Kreislauf-System und hat sehr viele gesundheitliche Vorteile. Aber wenn wir mal das Thema Abnehmen betrachten, dann ist Krafttraining einfach, steht, was das Thema Sport angeht, definitiv an oberster Stelle, weil wenn wir mehr Muskelmasse haben, dann haben wir den Vorteil, dass wir mehr Kraftwerke, sage ich mal, haben, die Energie, also die sprich Kalorien verbrennen. Das heißt, wenn man irgendwann mal mehr Muskeln hat, ja, dann hat man vielleicht auch mehr Hunger. Das kennst du vielleicht auch, nach dem Sport hat man vielleicht mehr Hunger. Aber wenn man das Richtige isst und den Muskeln Nährstoffen gibt, dann wächst auch die Muskulatur. Und wenn man mehr Muskulatur hat, dann wird man irgendwann mal, sage ich mal, zur Fettverbrennungsmaschine. Und man kann da auch sehr, sehr gut Bauchübungen machen, klar, auf jeden Fall. Das verbessert zum Beispiel auch das Kapillarnetz, die Durchblutung und dann kann man auch ja bis zu einem gewissen Maßen die Fettverbrennung in der Bauchregion, sage ich mal, anregen. Der vierte Punkt ist, gehe lieber jahrelang 70% in die richtige Richtung, anstatt über ein paar Monate 100% in die richtige Richtung zu gehen. Das ist zum Beispiel immer ein Punkt, den ich mit meinen Kunden oder auch in Erstgesprächen bespreche. Und zwar geht es darum quasi, was ist dein Ziel und wie viel bist du bereit dafür zu geben? Ich möchte das kurz ein Beispiel geben. Und zwar mache ich als Maßstab mal 100% ist ein Sixpack zu erreichen. Das heißt, ich muss persönlich 100% geben, um ein Sixpack zu erreichen. Das heißt, für mich würde das bedeuten, dass ich auf Essen gehen mit Freunden, mit Familie, gegebenenfalls verzichten müsste oder dass ich in Restaurantbesuche ständig Nein zur Pizza und Pasta sagen müsste und zu einer gesünderen Alternative greifen müsste. Es würde für mich bedeuten, dass ich vielleicht öfters Sport machen müsste, dadurch weniger Zeit habe mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit meinem Partner. Und mir persönlich ist der Wert, das Sixpack, zu diesem Preis, den ich dafür zahlen muss, nicht wert. Ich gehe für mich persönlich etwa 80%. Und diese 80%, die ich über das Jahr gehe, die sind für mich vollkommen ausreichend, damit ich mich gesund fühle, damit ich mich fit fühle, damit ich mich sehr wohl in meinem Körper fühle und dass ich aber trotzdem noch genügend Zeit mit meiner Familie, meine Freunde habe, ich nicht 7-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen muss und ich auch mal im Urlaub öfters mal Pizza essen kann, Wein trinken kann und so weiter. Und den Preis, den ich dafür zahle, für mich ist es quasi kein Preis, weil das meine Gewohnheiten sind, meine gesunden Gewohnheiten sind, die sind es mir hundertprozentig wert, sage ich mal, für das Lebensgefühl, das ich habe. Und für viele, viele meiner Kunden, die haben gar nicht das Ziel, ich brauche jetzt ein Sixpack, ich möchte jetzt dies oder das, sondern viele meiner Kunden haben einen vollen Berufsalltag, sie haben vielleicht Familie, die hinter einem steht. Und für die meisten sind die Ziele, die sie haben, also gesünder zu sein, fitter zu sein, vitaler zu sein, für die reicht es meistens aus, 70% zu geben. Und diese 70%, die sind mit der Zeit, fühlen sie sich gar nicht mehr an, die 70%, weil es quasi ein neuer Lebensstil ist. Deswegen überlege dir mal, wo möchte ich denn tatsächlich hin? Was ist mein Ziel und wie viel bin ich bereit dafür zu geben? Und das Ganze ist natürlich komplett individuell und kommt darauf an, wie deine Alltagssituation ist, wie deine berufliche Situation aussieht, ob du Familie hast und so weiter. Deswegen biete ich auch immer eine kostenlose Erstberatung an, indem wir uns deine individuelle Situation anschauen und indem wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan erarbeiten können, wie du deine Ziele auch nachhaltig erreichen kannst. Wenn du dich darüber informieren möchtest oder dich für ein kostenfreies Erstberatungsgespräch eintragen möchtest, dann findest du alle Infos unten in der Infobox oder unter www.letstufit.de. Bleib fit und gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!